Vor wenigen Wochen ist meine Oma von uns gegangen. Sie war immer eine Konstante in meinem Leben und für mich da, seitdem ich klein war. Sie war eine gütige, liebevolle und immer freundliche Person. Nach meiner großen Reise ließ sie mich sogar für eine Weile bei ihr wohnen. Umso schwerer fiel mir der Abschied von ihr. Ihr Verlust löste in mir erneut Fragen nach dem Umgang mit dem Loslassen aus. Gibt es Wege, mit dem Loslassen besser umzugehen? Vor 2 Jahren stand ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem sich bei mir alles veränderte. Ich entdeckte das Pilgern als Werkzeug für das Leben im Umbruch. Den Verlust meiner Oma sowie eine arbeitsintensive Zeit in den letzten Wochen nahm ich zum Anlass, um mich auf eine kleine Pilgerwanderung zu begeben. Ich wollte einmal wieder so richtig in mir aufräumen, mich in asketischer Ruhe und Gelassenheit üben und vielleicht auch einigen Antworten näher kommen sowie neue Inspirationen finden. Und dabei lernte ich so einiges über die Kunst des Loslassens. Loslassen. Das fällt in den gewohnten 4 Wänden, umgeben von Erinnerungen und Ballast, oft schwer. Ich will mich in Bewegung bringen, mit dem Weg als Ziel, dem Unterwegssein als einzige Aufgabe. Nirgendwo geht das so gut wie auf Pilgerwegen. Ich schnappe meine 7 Sachen, spaziere direkt aus meiner Haustür und gehe los. Meine Wohnung liegt unmittelbar auf der Route des Braunschweiger Jakobsweg, einer von über 40 Jakobswegen in Europa. Praktisch. Pilgern, das ist nicht nur Christen möglich, das ist jede und jedem von uns möglich. Und tatsächlich ist es auch für mich eine der prägendsten Erfahrungen wahrscheinlich sogar gewesen auf meinen Reisen, die erste längere Pilgerwanderung in Japan. Denn als ich da unterwegs war, da habe ich wirklich gespürt, wie nach den Tagen, wo man unterwegs ist, die Gedanken immer klarer wurden und man vor allem irgendwann zu einem Zustand gekommen ist, wo man alles durchdacht hat. Und dann entsteht wirklich eine ganz, ganz spannende Form, die man wahrscheinlich auch als inneren Frieden bezeichnen kann. Frage ist, ob es mir auch diesmal gelungen ist. Während ich zunächst noch vielen Menschen begegne und auch noch Motorenlärm vernehme, wird die Strecke immer ruhiger und mit jedem Kilometer auch einsamer. So, ich komme jetzt in einen grünen Teil der Stadt. Es ist noch nicht Wald, aber es ist Park und es ist schön. Schön grün. Ich gehe weiter. Zu Beginn merke ich noch, wie Gedanken durch meinen Kopf rauschen. Habe ich zu Hause alles erledigt? Habe ich mich bei meinen Eltern gemeldet? Was steht eigentlich kommende Woche an? Mein Kopf darf noch loslassen vom täglichen Organisationsmodus und wechseln in einen Seinsmodus. Je länger ich unterwegs bin, desto besser gelingt es mir. Ich konzentriere mich auf den Klang meiner eigenen Schritte und spüre lediglich den Rhythmus meines Atems. Mit jedem Schritt löse ich mich etwas von meinen Gedanken und Emotionen und darf einfach nur sein. So Leute, jetzt ist es schon ganz schön dunkel geworden, aber ich müsste jetzt hier bei den Pilgerherbergen gleich eintreffen. Es wird langsam dunkel und ich kehre bei Uschi und Stefan in ihren Pilgerherbergen ein. Hallo. 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 Hallo, Stefan Uschi. Bin ich. Hallo. Ich bin die Uschi. Da bist. Das ist also, ne, unsere Herberge. Ja. Hier kannst du die Nacht verbringen. Wollen wir mal reingucken? Ja. Ja, wir gucken mal. Hab schon Tee gekocht, komm rein. Hier haben wir die Küche. Hier ist der Schlafraum. Hier ist der Schlafraum. Schlafraum für, mit 8 Betten. Uschi will mir noch die Toilette zeigen, aber da entgegne ich ihr, dass ich hier ja nicht schon das Herz der Herberge spoilern will. Die beiden sind sichtlich gut drauf. Ich will von Stefan wissen, was ihn motiviert, die Pilgerherberge zu betreiben. Wenn du jetzt mal so überlegst, die Pilgerer, die du getroffen hast, sind das oft Menschen gewesen, die ein spezifisches Ziel hatten
oder wollten sie eher von etwas weg? Also ich glaube, beides. Menschen, die irgendwo einfach mal raus wollten, weil sie Stress hatten, weil sie vielleicht eine Trennung hinter sich hatten, eine Beziehung, die kaputt gegangen ist, oder weil sie jemanden verloren haben durch einen Trauerfall oder mit der Arbeit nicht mehr klargekommen sind, einfach mal raus wollten, um den Kopf dann frei zu kriegen und sich was Neues, sich neu öffnen zu können. Und gleichzeitig in der Verbindung oft bei vielen aber auch, ich möchte auch irgendwo ein Ziel erreichen. Also ich möchte mir auch da so eine Zeitspanne geben und möchte auf ein Ziel hinlaufen, erstmal einen Ort. Und der kann dann ja irgendwann auch unterwegs dazu führen, dass man dann auch ein inneres Ziel neu findet oder seine Lebensorientierung. Ich glaube, es macht einfach auch die ganz neue Umgebung. Ne? Und aber nicht nur irgendeine Umgebung, wo dann vielleicht im Hotel die alten Sachen wieder kommen und die alten Gewohnheiten, sondern eine Umgebung, die einfach einfach ist. Ne? Dieses einfache Leben als Pilger, wo man wirklich nur, wo man sich wirklich, ja, man freut sich, dass man lebt, dass man sich bewegt. Man ist sehr mit seinem Körper verbunden, Körper und Natur irgendwie. Und die Verbindung irgendwie damit einzugehen, zu merken, dass ich mit den eigenen Füßen vorankomme und mir was erobern kann. Und gleichzeitig ja, das Loslassen. Ja, ich lasse die anderen Sachen hinter mir und ich merke, ich brauche gar nicht so viel. Ne? Ich merke, ich brauche eigentlich nur die wesentlichen Sachen zum Anziehen und vielleicht ein bisschen was zu essen und dann einen Schlafsack für abends und das war's. Das reicht und das ist ein befreiendes Gefühl und dann können die Gedanken natürlich auch freier werden. Uschi packt jetzt gerade ihr altes Saxophon aus und zeigt uns das jetzt hier mal. Spontan. Schön festmachen. Mal sehen, ob ich jetzt einen Ton rauskriege, ne? Das ist ja grausig. Nein. Ja, aber es ist ein Saxophonton. Das ja, ist ja, 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 ja. Es ist. Ich fand es spannend, wie Stefan das Loslassen und das Pilgern zusammenbrachte und starte am nächsten Tag meine zweite Etappe. Das Wetter ist auf meiner Seite und ich spüre bereits, dass dem neuen Tag eine kraftvolle Energie innewohnt. Ich habe mich morgens noch länger mit Uschi unterhalten. Ihr Geheimnis für das Alter? Gelassenheit. Ich fand es schön, mich einmal wieder mit einer Person mit langer Lebenserfahrung austauschen zu können. Ich muss an meine Oma denken und wie sie mir fehlt. Ich erinnere mich noch an die letzten Worte meiner Oma an mich, als ich sie noch einmal am Krankenbett besuchte. Du warst ein guter Junge, sagte sie zu mir. Ich antwortete ihr dann, und du eine gute Oma. Ich vermisse dich, Oma. Ich habe mich in den letzten Monaten das erste Mal intensiver mit dem Tod auseinandergesetzt. Gruselig empfand ich dabei vor allem den Gedanken, eines Tages als alte Person aufzuwachen, mich an Momente wie diese zu erinnern und zu bereuen, nicht diesen Moment wirklich aktiv wahrgenommen und wertgeschätzt zu haben. Ich fand es ganz interessant, was ich gerade so beobachte. Ich bin jetzt ein paar Minuten in dieser Kapelle gewesen, hab kurz oben ein bisschen georgelt. Und fühle mich jetzt gerade super entspannt. Und jetzt hätte ich wirklich gerade hier einfach ein paar Dinge gehen lassen können. Vielleicht lag es auch an der Orgel. Ich meine, wenn man eine Orgel spielt, danach ist man auf jeden Fall, denke ich, nicht mega gestresst, sondern schon ein krasses Gefühl. Aber was ich sagen will, ich glaube, es ist einfach ein unheimlich prädestinierter Ort für genau dieses Thema Loslassen. Und wenn ich mir überlege, als ich gestern los bin, wie hektisch meine Gedanken noch waren, versus jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich kann viel besser meine Gedanken verfolgen, ich kann sie auch mal verstehen. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl. Und das schon am zweiten Tag, wenn man jetzt wirklich mehrere Tage unterwegs wäre. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit, als ich den Kumano Kodo, den japanischen Pilgerweg, gegangen bin. Nach ein paar Tagen, irgendwann hast du dann einfach mal auch alles zu Ende gedacht. Und dementsprechend von allem, was einem im Alltag irgendwie beschäftigt, Gedanken, die immer wieder kommen,
losgelassen. Ich gehe weiter. Erst jetzt im Rückspiegel wird mir klar, wie wunderschön mein Leben gerade ist und wie dankbar ich für all die Menschen bin, die an mich glauben und mich unterstützen. Ich gehe sogar weiter. Ich wäre nicht da, wo ich aktuell bin, ohne diese Menschen. Und das gilt auch für meine Oma. Ich sag's euch ehrlich, ich bin kein Experte im Loslassen. Auch ich entdecke das immer wieder bei mir, dass es mir doch schwerfällt, manche Dinge gehen zu lassen. Ob das eine bestimmte Zeit ist im Leben, eine Freundschaft oder manchmal ein Moment, an den ich mich klammer. Ich bin daher auf Diplompsychologin Dr. Eva Vlodarek zugegangen. Die hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie Rat gibt zu den täglichen Fragen des Lebens. Und ich habe sie gefragt, was denn eigentlich das Loslassen bedeutet, wie es uns gelingt und welche Rolle Akzeptanz beim Loslassen spielt. Hallo Dennis, ich freue mich, dass ich zu deinem Thema Loslassen aus psychologischer Sicht etwas beitragen kann. Ja, Leben ist Veränderung und dem können wir gar nicht entkommen. Also wir müssen immer wieder loslassen. Situationen, Menschen, Phasen, Einstellungen und manchmal auch Teile unserer Persönlichkeit. Aber wie wir das tun, das entscheidet darüber, wie viel Schmerz wir dann dabei empfinden. Und insofern ist Loslassen tatsächlich eine Kunst, die wir erlernen sollten. Zunächst aber ist es gut, wenn wir uns wirklich Zeit zum Abschied nehmen. Also da kommen ganz bestimmt Gefühle hoch, Wut, Enttäuschung, Trauer. Und das darf aber auch alles sein. Nur sollten wir nicht drin stecken bleiben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den ersten Schritt tun, nämlich radikal zu akzeptieren, vorbei ist vorbei. Ah, ins Schwarze getroffen. Ich glaube, jeder von uns kennt das, oder? Vielleicht kommt meine Ex ja doch noch zurück. Aber wir hören mal weiter, was Frau Vlodarek noch sagt. Jetzt geht es darum, sich der neuen Situation nach dem Loslassen zuzuwenden. Und dazu gibt es ein ganz praktikables Tool. Das stammt von dem amerikanischen Psychologen Gary Emery. Der hat die sogenannte ACT-Methode entwickelt. Der erste Schritt in dieser ACT-Methode ist Accept Reality. Also akzeptiere die Realität, wie sie ist. Radikale Akzeptanz. Das zweite ist Choose what you want. Wähle, was du stattdessen haben willst. Was ist jetzt in Zukunft für dich wichtig? Was möchtest du da erleben oder spüren oder tun? Also das bitte aufschreiben. Choose what you want. Und dann kommt das dritte, take action. Setze das, was du in deinen Wünschen dir notiert hast, in Handlung um. Das T im ACT ist wahrscheinlich sogar mit das Wichtigste. Vorstellungen, Wünsche, Ziele auch wirklich in konkrete Handlungen umzusetzen, da beginnt der Hamster oft zu humpeln. Wie uns das genau gelingt, ins Doing zu kommen, konkrete Ziele zu formulieren und uns damit auch neu zu erfinden, dazu habe ich übrigens schon ein Video gemacht. Das kannst du jetzt hier oben rechts noch einmal klicken. Loslassen konnte ich also vieles während meiner Pilgerwanderung. Besonders befreiend war aber das Loslassen meiner Socken nach 30 Kilometer in dicken Wanderschuhen. Auf meiner Pilgerwanderung habe ich gelernt, dass Loslassen tatsächlich eine Kunst des Lebens ist und immer eine Aufgabe bleiben wird, der wir nicht entkommen können. Positiv formuliert, wenn wir uns darin üben, wie wir wirklich loslassen, werden wir zu mehr Frieden und Gelassenheit in unserem Leben finden. Pilgern kann dabei ein spannendes Werkzeug sein. Es ist eine Reise des Loslassens, die mir erlaubt, mit jedem Schritt mich leichter zu fühlen und einen tieferen Frieden in mir selbst zu finden. Mich würde jetzt total interessieren, und da bin ich mal sehr gespannt, was da unten in den Kommentaren zusammenkommt, wovon möchtest du denn aktuell loslassen und welche Strategie verfolgst du dabei?
Schreibt das doch mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns hier ganz, ganz, ganz bald wieder auf dem Kanal. Ich freue mich sehr.